We put the world out of our yards. We didn't hear, we didn't feel. When we shook off the words of our parents and best friends, we blamed them for caring about us when we were the ones saying. Hallo, ich sitze jetzt endlich im Flugzeug. Nach, ich glaube, 2 Stunden Verspätung, weil Leute im Pre-Boarding reingelaufen sind, die da nicht hingehören, weil Leute in die hinteren Reihen reingelaufen sind, obwohl die ersten gebucht worden sind. Es ist grausam gewesen. Wahrscheinlich verpasse ich jetzt noch meinen Anschlussflug. Die Frage, ob ich den noch kriege, war, ja, dann musst du dich nachher mal beeilen und direkt dahin laufen. Ich bin gerade super begeistert von Thomas Cook. Wahrscheinlich versauen die mir jetzt gleich irgendwie alles. Aber dazu mehr später. Station Nummer 3, der Bahnhof. Meine Eltern denken, dass ich nach Australien geflogen bin heute. Und bis auf meinen Cousin und eine Freundin weiß auch keiner, dass ich heute an meinem 497. Tag meinen Fuß wieder auf deutschem Boden bewegt habe. Und zwar bin ich jetzt gerade in Düsseldorf gelandet und habe meiner Mutter die Geschichte erzählt, dass heute ein UPS-Lieferant vorbeikommt und ihr mein Handy bringt, weil ihr es kaputt gegangen ist und ich habe 2. Und das wollte ich ihr zuschicken. Und das kommt genau heute Abend zwischen 6 und 24 Uhr. Und leider ist ein Amazon-Paket angekommen. Das war ein bisschen schwierig, das zu erklären. Deswegen hoffe ich, dass sie noch keinen Verdacht geschöpft hat und dass alles gut geht und ich dann nachher ankomme und die auf jeden Fall überrascht sein werden, dass ich da bin und nicht in Australien. Ich hoffe es. Auf jeden Fall werdet ihr mit dabei sein und ja, dann geht's. Warum ich das aber auch keinem wirklich erzählt habe, ist, weil es dann in einer Woche schon wieder nach Australien losgeht und ich auch wegen der Hochzeit von meinem Cousin da bin. Und wir dann 5 Tage in Göttingen verbringen werden und nicht wirklich in meiner Heimatstadt sind. Das heißt, ich kann keine Leute besuchen und deswegen habe ich es auch keinem gesagt, damit nachher keiner sauer ist. Und wenn ihr das hier seht, dann bin ich schon längst wieder irgendwo anders. Dann könnt ihr mich nachher verkloppen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Ansonsten freue ich mich tierisch. Ich habe die letzten Tage gar nicht mehr wirklich genießen können auf der Reise, weil ich so, ich weiß nicht, ich wollte irgendwie nach Hause. Ich habe gemerkt, wie krass ich zu Hause vermisst habe, wie ich meine Eltern vermisst habe. Und da freue ich mich jetzt einfach mega drauf. Und ich merke auch gerade gar nicht die Müdigkeit und diese ganze Verspätung, die passiert sind und der Stress und dieses Rennen ist jetzt alles weg, weil ich einfach nur noch im Zug sitzen möchte, einmal umsteigen und dann nur noch mit dem Taxi nach Hause fahren und meine Eltern überraschen. Und ja, dann hoffe ich, dass mir das gelingt und dann seht ihr das hier später und bis dann. Ich schleiche mich jetzt gerade durch den Garten meiner Nachbarn und jetzt ist es schon dunkel. Aber ich hoffe, das klappt alles. Drück mir die da. Ich wollte einfach nur das Handy vorbeibringen.